Hallo liebe Abonnentinnen und Abonnenten, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Abo. Ich bin gerade aus Berlin zurück, wo noch die Geburtstagsparty für meinen kleinen Neffen im vollen Gang ist. Die ganze Krabbelgruppe war da und ich habe mich dann frühzeitig verkrümelt. Bei Gefühl 20 Kindern, die da in der Wohnung rumkrabbelten, wurde es mir dann etwas zu wuselig. Aber darum soll es hier nicht gehen, sondern um die Dinge, die ich für meinen kleinen Neffen eigentlich gemacht hatte für den Geburtstag und die so ein bisschen schief gegangen sind. Da haben wir zunächst mal eine wundervolle Babymütze. Denn mein Bruder und meine Schwägerin meinten, dass der kleine Ferdinand ja eine neue Mütze bräuchte. Die ist jetzt eine Nummer größer als die allererste Mütze, aber die passt ihm nicht. Und das habe ich zum Glück schon am Freitag feststellen können, wo ich nämlich auch in Berlin war, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Und hatte dann also Zeit, gestern den ganzen Tag noch eine neue Mütze zu stricken. Und das ist diese hier. Die passt. Die hatte ich heute mit zum Anprobieren. Passt, wackelt, hat Luft, super. Aber die ist noch nicht gewaschen. Die ist also noch relativ steif im Gegensatz zu der hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber wenn ihr mal anfassen wollt, bitte gerne. Haha, geht natürlich nicht. Gibt es sowas schon? Anfassvideos? Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn ihr das anfassen könntet, würdet ihr merken, dass diese Mütze sehr viel weicher ist als die. Die geht aber heute noch ins Bad, also in die Wäsche. Wird dann wahrscheinlich in 3 Tagen trocken sein. Dann kann ich die Fäden vernähen, die Knöpfe annähen, dann ist die Mütze fertig und kann euch in einem anderen Video hoffentlich präsentiert werden. Denn ich will noch mal raus in die Laube. Bis zum 26. habe ich draußen Wasser und ich vermisse das schon sehr, da draußen in der freien Natur und im Grünen zu leben. So, jeweils das war die Mütze. Diese passt nur zum Glück, brauche ich keine dritte zu beginnen. Es ist die The Aviator Hat. Von habe ich vergessen, werde ich unten bestimmt reinschreiben. Die Anleitung liegt da irgendwo am Bett. Gestrickt mit, wie ihr da im Hintergrund seht, Shagun-Nadeln, die schnellsten Nadeln, die ich habe. Und die mussten ja auch schnell sein, damit das an einem Tag fertig wird. Außer natürlich, wo man dann die ganzen Abnahmen macht, da habe ich ein Nadelspiel benutzt. Und ja, so sieht es dann aus. Mit Nadeln 3,5 und 4 gestrickt. Bin froh, dass die jetzt passt. Also die wird dann heute gewaschen und wird dann hoffentlich zum Ende der Woche fertig sein, sodass mein kleiner Neffe keine kalten Ohren bekommt, wenn das Wetter kühler wird im Oktober. So, und dann hatte ich noch diese Socken hier, diese Babyschüchen im Mai gestrickt und habe ewig kein Band reingemacht. Das habe ich jetzt also letzte Woche irgendwann gemacht, dieses Bändchen hier oder beide Bänder. Und schon fliegen hier die Flusen durch die Gegend. Ja, diese Schüchen passen meinem Neffen auch nicht mehr. Der hatte ja vorher schon große Füße. Im Mai hätten die noch gepasst, jetzt nicht mehr. Das heißt also, da wird sich ein anderes Baby freuen müssen, dass es warme Schüchen bekommt und hoffentlich auch große Füße hat. Denn das hier sind, glaube ich, 14 cm lange Schüchen. Naja, egal. Die Anleitung wie immer, die Babyschüchen aus dem Weltbild, Sammelkarten, Dingens, die ganze Welt des Strickens. Da waren die Babyschüchen drin, also das Lieblingsrezept, würde ich gerade sagen, die Lieblingsanleitung meiner Mutter, die ich einfach mal so übernommen habe. Die werde ich morgen verschenken, denn es gibt ja noch ein paar Babys in meiner näheren oder ferneren Umgebung. Und weil ich gerade von meiner Familie spreche, ich habe hier noch einen Beutel mit was drin. Meine Schwägerin hatte nämlich irgendwann den Einfall, dass ich vielleicht auch mal gerne häkeln würde und hat aber dann das Nähen für sich entdeckt und das Häkeln wieder aufgegeben und hat hier erstmal die Häkelhaken. Den einen kenne ich schon, ich glaube, der eine ist von mir, der dicke hier, den habe ich immer gegeben, weil sie immer so schlecht erkannt hat, was sie gemacht hat. Da habe ich gesagt, mach dickere Wolle, nimm einen dickeren Häkelhaken, vielleicht siehst du es da. Und um euch den anderen jetzt zu zeigen, brauche ich meine neue Lesebrille. Ich habe eine neue, hier in diesem Etui. Mikita, am Freitag gerade erst gekauft, bestellt, heute, nein, gestern abgeholt und Achtung, Achtung, Premiere meiner neuen Lesebrille, hat natürlich gar nichts mit textilen Werken zu tun, aber, hui, so sieht's aus, okay, oh, meine Güte, kann ich gut lesen, eine Adi 4mm Häkelnadel, ziemlich gut. Kann ich bestimmt gut gebrauchen. 4 mm hatte ich jetzt auch gerade für die Mütze, aber die ist ja nicht gehäkelt, die ist ja gestrickt. Also eine Häkelnadel war da noch mit drin in diesem Beutelchen. Dann ist da drin ein Buch. Komm raus.
Häkeln für Dummies. Yay. Aber ich denke mal, auch wenn das für Anfänger gedacht ist, ist bestimmt jede Menge drin. Hier Pullover selber machen, die perfekte Form. Hab schon gleich die richtige Seite gefunden. Also da sind bestimmt gute Sachen drin, die auch jemand, der schon ein paar Tage länger häkelt, sowas wie ich noch lesen kann. Da werde ich mich nachher hinein vertiefen mit meiner neuen Lesebrille. ja, das hat sie mir also geschenkt. Und dann ist hier noch Wolle drin. Okay, die Wolle kenne ich, die habe ich ihr gegeben, die dickere Wolle. Das ist irgendwas mit Alpaka, wird nicht mehr hergestellt. Aber das hier, das ist Garn, was sie selber gekauft hat. Lamana Como Merino Superfein 100% Schurwolle. Hm, fasst sich auch gut an. Hier könnt ihr auch mal anfassen. Sehr schön weich und fluffig. Davon sind zwei Knäule da. Hier hat sie offensichtlich schon mal was angefangen. Okay, hier ist irgendwas gut. Muss ich später auspacken. Und hier ist noch was, was sich anfühlt wie Baumwolle. Hoffentlich gibt es dazu eine Banderole. Was haben wir hier? Klassico, Lana Gross, ja, 100% Baumwolle, mercerisiert, Farbe 32, okay, made in Italy, 50 Gramm, circa 110 Meter. Ja, Baumwolle, habe ich gerade neulich gedacht, mit Baumwolle will ich ein bisschen mehr arbeiten. Gut, der Rest hier ist ein bisschen durcheinander. Also das sind die Sachen, die mir meine Schwägerin dann heute mitgegeben hat. Oh, ich freue mich total, dass sie mir diesen Häkelhaken geschenkt hat, der war bestimmt... Das ist bestimmt kein schlechter Häkelhaken. Und 4 mm braucht man auch öfter mal. So, Brille wieder ab. Dann habe ich was angefangen zum Stricken. Wollte ich eigentlich schon längst fertig haben. Das wird eine Socke aus einem Zauberball. Die Banderole habe ich schon verbummelt. Weiß ich nicht, wo die ist. Zauberball, weiß ich nicht, von wem der ist. Naja, jedenfalls ein Zauberballsocken und ich hatte so Schwierigkeiten. Ich meine, es ist ja auch noch nicht Oktober. Bei mir fängt ja die Sockenlust eigentlich erst im Oktober an, aber es ist jetzt Ende September und mir war so danach. Und ich habe gefühlt 6-mal angefangen, obwohl es war nicht 6-mal, weil ich immer die Anschlagsmaschen wahrscheinlich zu fest angezogen habe. Und bei diesem dünnen Garn hat man dann Probleme, in die erste Reihe reinzustechen. Deshalb habe ich ein paar Mal anfangen müssen. Und einmal hatte ich schon, hatte ich es dann mit einem Bündchen, nein, nicht mit einem Bündchen. Das Bündchen war fertig, das sind jetzt 10 Reihen Bündchen und der Rest ist glatt rechts. 20 Reihen glatt rechts bis zum Fersenbeginn. Die Ferse wird eine Zweidrittelferse für jemand mit einem flachen Spann. Und ich hatte das Bündchen schon fertig und wollte ursprünglich ein Lochmuster machen. Aber mir ist dann aufgefallen, nachdem ich also davon schon 6 Reihen hatte, dass es eigentlich ein Lochmuster ist, wenn man einen Socken andersrum, also einen Toe-Up-Socken macht und also vom C nach oben strickt. Und dann hat es mir nicht mehr gefallen und dann habe ich den ganzen Socken wieder aufgetrennt und habe nochmal begonnen. Aber jetzt bin ich so weit, das ist nur ein Abend stricken gewesen, weil ich ja dann mich mit diesen Mützen herumgeplagt habe. Was heißt geplagt? Die gehen ja auch schnell. Also ich weiß nicht, was jetzt schneller ist, so ein Socken oder eine Mütze, eine Babymütze wahrscheinlich. Und dann habe ich noch einen Nachtrag von den letzten Knitcrate-Sachen. Ihr erinnert euch, das war das letzte hier vom August, was ich euch gezeigt habe. Ich habe die Fäden vernäht, das ist schon alles. Mehr war da nicht, weil ich dachte, ich will das bestimmt bald tragen. Und wenn es jetzt hoffentlich bald kühler wird, dass ich ein Tuch tragen kann, dann werde ich mich in dieses hier kuscheln. Und das andere, was ich euch zeigen wollte, war nach dem Spannen das Juni-Projekt. Das ist doppelt so lang und doppelt so breit geworden. Das Muster hat sich schön geöffnet. Kann man jetzt gut sehen. Also manche Muster profitieren wirklich davon, wenn sie gespannt werden. Also hier geht's los. Und das ist jetzt also ein riesig langer Schal geworden. Bestimmt 2 Meter oder 2,50 Meter oder vielleicht auch 3 Meter lang. Jedenfalls kann ich mir den schon ganz schön oft um den Hals wickeln. Und ich finde, das sieht jetzt total toll aus. Nachdem also das Muster auch so gut zu erkennen ist. Kann ich nur weiterempfehlen. Spannen lohnt sich. Gerade auch bei Häkelsachen. Was habe ich denn hier gemacht? Oh, habe ich hier einen Faden vergessen? Auweia, hier habe ich vergessen, einen Faden zu vernähen. Pfui, schämlich. Oder? Der war vernäht und ist wieder rausgekrochen? Egal, ich zeige euch die andere Seite. So sieht es nach dem Spannen aus. Ja. Und das war das. Kleines Video für heute. Ich habe noch Ideen für mehr Videos. Vor allem wird es auf jeden Fall am Ende, wahrscheinlich dann im Januar,
einen Rückblick über mein Jahr mit KnitCrate geben, wo ich nochmal alle Projekte, die ich noch selber besitze, rauskrame. Denn die Socken, die habe ich nur endlich auch meinem Bruder übergeben. Ihr erinnert euch, im Mai gab es ein Sockenprojekt. Und die Socken habe ich meinem Bruder geschenkt, da die ja sonst niemandem passen. Ich habe nämlich auch letzte Woche da in einem Anfall von, ich muss mal Dinge zu Ende bringen, die ganzen Fäden vernäht. Jedenfalls die Socken habe ich jetzt verschenkt. Aber im Januar mache ich auf jeden Fall so eine Art Rückblick über alle Sachen, die ich von KnitCrate bekommen habe und die mich inspiriert haben. Naja, und ob es sich gelohnt hat und so. Dann habe ich noch eine Idee, dass ich also meine Schallparade mal zeigen will. Ich habe nämlich gesehen, dass ich die alle im Schrank gestapelt habe. Ja, und dann gibt es da noch so ein paar angefangene Sachen, die in irgendwelchen Projekttaschen herumlagen. Einiges schon länger als 2 Jahre. Und da muss ich mal eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, da mache ich auch dann ein Video davon, wenn ich also alle diese angefangenen Sachen mal vorkrame und 2 Haufen mache. Das werde ich noch beenden und das werde ich wieder aufräufeln. Aber gut, das ist eine Vorschau auf etwas, was irgendwann kommt oder auch nicht. Für heute bin ich durch. Ihr kennt das ja am Ende. Man sieht sich, wenn man sich sieht. Und bis dahin, tschüss.